whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute reißt es mir die Mundwinkel nach oben. Ich darf einen 50-jährigen Glenfarclas probieren. Ja, wenn einem sowas Gutes widerfährt, das ist schon einen Glenfarclas wert. Das ist nun die dritte Abfüllung. Hier unten sieht man diese römische 3. Aus der Sixth Generation Serie von Glenfarclas. Und ich muss zugeben, ich habe mich nicht vorbereitet. Ich weiß nicht, was die ersten zwei sind. Falls einer so freundlich und schreibt es mir. Es geht also um die 6 Generationen der Grants, die die Glenfarclas Brennerei besitzen oder Eigentümer sind. Und dabei ist festzustellen, dass sie die Brennerei nicht gegründet haben, sondern irgendwann ganz früh dann gekauft haben. 1874 bis 1949 lebte der George Grant. Und dem ist nun also hier diese Flasche gewidmet. Auf der Rückseite ist nichts. Der Seite, schöner Verschluss. Die Oberfläche ist irgendwie so ein bisschen kunstledrig. Hier innen drin ist die Flasche. Und das ist nun die ganz typische Glenfarclas Flasche, in der auch der 40-Jährige, den ich schon probiert habe, abgefüllt wurde. Glasklar, ein bisschen dicker. Damit braucht das Licht, hat das Licht einen längeren Weg durch die Flasche. Und damit erscheint der Whisky dunkler. Auch wenn der hier jetzt das Oloroso Sherry Fässern stand, wie das bei Glenfarclas so üblich ist. Jetzt schauen wir, was da noch drin steht. Nachdem die Partnerschaft mit Leith-based Patterson Elder & Company failed, also der wollte partnern mit einer Firma aus Leith und das hat also nicht funktioniert. Und da hat also George Grant sich geschworen, nie wieder mit externen Investoren zu arbeiten. Yo, das finde ich doch mal gut. Ja, das ist ganz im Sinne der kleinen Unternehmung, wie auch wir im The Whisky Store. Und in 1930 kaufte er den Rest von den Glenfarclas, ausstehenden Glenfarclas-Anteilen. Ja, und das alles hier mit so einem metallischen Dreieck, so sehr, sehr schwer zu lesen. Aber immerhin, also dieses Dreieck, das findest du ja auch hier vorne wieder als Einlegearbeit. Das sieht mir irgendwie so aus wie ein Zink oder sowas. So, wenn man hier drauf guckt, in die Flasche gefüllt am 24. April 2015 und 937 Flaschen wurden es. Alkoholgehalt nur noch 41,1%. Die anderen hatten immer noch wenigstens, glaube ich, 43%. Aber jetzt ist der Whisky schon so alt und so viel verdunstet. Und aus so einem Fass verdunsten in 50 Jahren, ich sag mal 80%. Da ist unten noch so ein Schlucker drin. Ne? Alles kondensiert. Alkohol, Aromen, Eiche und alles. Ist das mit Sicherheit bei diesen 937 Flaschen nicht ein Fass? Nein, das sind auch keine zwei Fässer. Also ich würde mal tippen, von so um 600 Liter oder 500 Liter Sherry-Fass bleiben da so, ich sag mal, 100, 150 Liter drin. Für 900 Flaschen braucht man 630 Liter. Also ich würde mal so sagen, so 5 oder 6 Fässer müssen es gewesen sein. Ja, und jetzt mache ich da oben nicht auf, weil die Flasche kostet immerhin so, ich glaube, so knappe 2000. Der Distributor war so freundlich und hat mir einen abgefüllt. 41,1 und die 3, also das ist es. Farbe passt auch. Und ich glaube, das ist eine Flasche von der Messe, dass man mir davon was abgefüllt hat. Kein Plastikgeruch. So, ja, selten, dass man an so einen teuren Tropfen rankommt. So, sagen wir mal, jetzt sind wir ein bisschen überheblich, oder? Ja, das dürfen wir mal machen. So eine Flasche für einen Tausender, die probiere ich ja hier schon öfter.
Aber über 1000 wird es dann dünner. 1200, 1300 hatte ich letztes Mal eine. Aber 2000, das wird schon knapp, ne? Da gibt es nicht so viele. Es ist deutlich eine erstaunlich frische Sherry-Note zu vernehmen. Und dahinter, boah, die Eiche. Eine leichte Süße und vom Alkohol null. Ne? Also da ist so viel Aroma drin, dass da jeglicher Alkohol dahinter verblasst. Und jetzt so ganz Rumtopffrüchte ohne Rum, würde ich mal sagen. Also diese alten, schweren, vollgesogenen, schwarzen Früchte, wo man gar nicht mehr erkennt, was das war. Karamellnote kommt auch noch durch und erstaunlicherweise in der Nase noch keine Bitterkeit. Ich vermute mal, da kommt noch was, aber in der Nase noch keine. Also das ist ein, für einen 50-Jährigen ein erstaunlich wenig fasslastiger. Im Mund erst ein bisschen dünn, dann rollt die Eiche den Mund rauf, die Zunge rauf und würzig, aber Mensch, nicht bitter. Naja, schon ein bisschen Espresso im Hintergrund, aber so diesen typischen jetzt, boah, ein Stück Eiche gebissen, das hat er nicht. Ja, die fruchtigen Sherry-Bestandteile, diese Früchte, die verschwinden jetzt relativ bald. Und jetzt macht sie die Eiche natürlich auf der Zunge breit, zusammen mit der selbstverständlichen Bitterkeit, die dazugehört. Abgang auch noch ein bisschen fruchtig, aber so richtig so, jo. Pflaume, Pflaumenkuchen. Ich sage extra Pflaume und nicht Zwetschge, weil Zwetschge ist immer so ein bisschen säuerlich, das hat er gar nicht, ne? Schön gewesen, wenn er noch 2-3 Volumenprozente mehr gehabt hätte. Und jetzt macht er auf. Eine tolle Zimtnote. Und die Würzigkeit wird fein, breit, komplex. Also das erste war, würde ich fast sagen, enttäuschend. Aber jetzt. Jetzt wird er also breit und voll und kräftig und Karamell kommt durch. Und nicht nur die würzigen Seiten der Eiche, nein, auch die Vanille, Karamell, Nuss Seite. Die kommen jetzt auch dazu. Also auf der einen Seite haben wir den. Also der Brennereicharakter von Glenfarclas, also nicht mehr die Bohne. Ne? Also da ist der Sherry drin und da ist das Fass drin und all die Sekundärkomponenten aus dem Fass. Jetzt hält er sich schon besser auf der Zunge, jetzt ist er schon voller, jetzt vermisst man keinen Alkohol mehr, jetzt ist er kraftvoll, stark und volle Würze im gesamten Mund. Und im Abgang, ja, die Eiche, der einfache Espresso und der wird jetzt immer stärker
Das erste Mal war die Eiche noch knapp. Das zweite Mal wird jetzt die Eiche deutlich kräftiger. Ja, wäre es ein Wunder, ne? 50 Jahre Oloroso-Sherry-Fässer. Und wenn man da nachliest, Oloroso-Sherry-Fässer, dann vermute ich mal, dass wir es hier nicht nur mit First Fill zu tun gehabt haben. Die Farbe ist zwar vergleichsweise dunkel, aber die kriegen sie in 15 Jahren, so ein typischer 1997er, 1999er, Glenfarclas, der ist genauso dunkel. Allerdings hat er 46 Volumenprozente und nicht jetzt 41,1, aber der hat ja nur ein, das ist ja alles kondensiert da drin, ne? Also der Alkohol ist, das Wasser hat sich verflüchtigt und die Farbe ist drin geblieben. Aber hier dürfte das eine oder andere Refillfass auch drin gewesen sein. Ja, jetzt wird es also Karamell, und zwar nicht so dieses süße Karamell, sondern das Karamell, wenn sie drauf beißen und die Zähne zusammenklebt. Vielleicht auch so ein bisschen hin zum angebranntes Karamell ist falsch. Geröstetes Karamell gibt es aber nicht. Aber Sie meinen, wissen, was ich meine dabei. Also ein bisschen mehr Feueraromen. Ohne rauchig zu werden. Röstaromen. Offiziell heißt es im Geschmack Schokoladeneis. Nee, habe ich nicht. Jetzt beim dritten Mal wird er noch ein bisschen trockener. Die Würze ist natürlich sofort präsent. Das war der Schluck, war etwas kleiner. Den habe ich nicht auf die Backen gelassen, den habe ich nach hinten auf die Zunge gezogen. Und jo, ein bisschen süßlich bleibt er übrig. Trocken, also die Zunge haftet schon ein bisschen, das ist aber nicht... Das ist jetzt also mehr eher der Eiche geschuldet und nicht so sehr irgendeiner Trockenheit, die da vielleicht noch von einem Brennereicharakter durchkäme. Nee, da gar nicht mehr da. Tja, wunderschöne Flasche, 937 weltweit. Preislich, jo, nahezu out of reach, wie es so schön heißt. Schauen Sie mal zum Shopsystem nach. Wir haben da eine Flasche drin, ich glaube aber, wir kriegen auch ein paar. Aber ich glaube, nur auf spezielle Order legen wir uns die hin, weil so groß wird die Nachfrage dann am Ende wohl auch nicht sein. Ja, gut, also irgendwo ist dann auch die Grenze der Preise erreicht. Wobei ich sagen muss, für 50 Jahre ist dieser Preis für eine Originalabfüllung noch im Rahmen, wenn man sich so das gesamte Preisgefüge anschaut. Dürfte eine der ältesten Originalabfüllungen sein, die jetzt in 2016 überhaupt erschienen sind. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.